Ja. Also die Bescheinigung habe ich jetzt, ja. Und mein Helfer scheint mich, also er sagt, er versteht mich, aber naja, das kann er jetzt beweisen, ja, dass er mich versteht. Ich glaube es nicht, ja, aber ihr wisst ja, ich bin immer zu Kompromissen bereit, ja. Also auch zu diesen, ja. Ich lasse mir weiterhelfen, ne? Aber ich bestimme wie, ja? Und nicht er, ja? Also folgendermaßen ist jetzt eingetroffen, hat er jetzt. Jetzt sagt er mir, ich habe morgen in der Post drei verschiedene Wohnungen, um die ich mich dann kümmern soll. Da habe ich zu ihm gesagt, naja, ich dachte, Sie kommen mit. Naja, sagt er, wer Zeit hat er natürlich nicht. Morgen hat er natürlich keine Zeit. Ja? Ist doch klar. Verstehe ich doch. Der hat auch einen engen Terminkalender. Das ist auch nicht das Problem, sondern das Problem ist immer das, ja, dass er mich für blöde hält. Oder zumindest so rüberkommt, dass ich denke, er hält mich für blöde. Ja? Wie auch immer. Ja, ich bin nicht blöd. Ja? Und er wird auch irgendwann kapieren, dass ich alles, was ich tue, nur aus einem Zweck tue, um weiterzukommen. Das wird er glauben müssen, weil es so ist. Ja. Ich mache das nur so und niemals anders. Ich bin doch nicht bescheuert. Ja. Ist geil. Naja, jetzt bin ich ja mal gespannt, ja, was ich da für drei was für drei Wohnungsangebote sind, die ich ja morgen in meinem Briefkasten habe. Ich staune, dass das bei dem auf immer so schnell geht, mir drei Wohnungen da rauszusuchen. Naja, okay. Ja. Hey, bei mir dauert es immer länger. Ja? Nee, gar nicht. Nur die mit die Provisionen, die kann ich halt vergessen, weil also die drei Wohnungen, die ich mir da, wo ich Kontakt gekriegt habe, das wird nicht laufen, weil ich ja kein Geld habe für die Provision. Ja? Und alle zahlt das Jobcenter auch nicht, was auch richtig ist. Ich betone, das ist richtig. Ja? Ich betone das nochmal, dass das richtig ist. Ich finde es gut, dass die das prüfen. Das wäre ja noch schöner. Ja, es wird schon so viel Geld verschwendet, dass die wenigstens aufpassen. Noch ein bisschen. Die Behörden, meine ich. Ja, und zwar alle Behörden, meine ich. Ja, die spreche ich mal frei. Warum? Weil die nur das tun, was sie sollen. Ja, nämlich dem Staat Geld sparen. Ja, und das ist in Ordnung so. Und wenn die natürlich Gesetze haben, ja, die Gesetze, also vom Gesetzgeber, der macht ja die Scheiße. Nicht die Behörden machen die Scheiße. Ja, sondern die Scheiße wird produziert von Merkel und Konsorten. Ja, da kommt die Scheiße her und keiner sieht es. Nein, da schimpft man auf die Behörden. Ja, und sagst, das sind alle faule Drecksäcke, die Beamten. Nee, sind die nicht. Warum nicht? Na, weil ich das geprüft habe, Mann. Die arbeiten. Für Deutschland, Mann. Arbeiten die. Jeden Tag. Und die Politiker arbeiten gegen Deutschland. Das ist die Wahrheit. So, schöner Schlusssatz. Geil.